So, und da bin ich wieder zurück zu einer weiteren Folge jetzt von Stalker Shadow of Chernobyl Legendary 2.0. Ich bin ja gerade ja nun mal dahin geblieben, wo ich jetzt ja in der Müllhalde ja immer noch schön festsitze, wo die Monolithe und die Blutsauger alle zugleich so ein bisschen angreifen. Ich hoffe, dass ich da jetzt irgendwie so ein bisschen besseren Fortschritt mache und nicht gleich wieder ja, ständig immer wieder quasi an derselben Stelle sterben werde. Ja, ich versuche jetzt einfach mal hier irgendwie mein Bestes zu geben. Auf die Hoffnung, dass es hier diesmal irgendwie halbwegs klappen tut, dass ich, ja, wie gesagt, das Ganze hier einfach mal überstehe, ohne dass ich jetzt gleich wieder drauf gehe. Versuchen wir irgendwie halbwegs das Beste jetzt gleich mal draus zu machen. Gut, das war jetzt schon mal Versuch Nummer 1 gewesen. Das schon mal nicht so geklappt hat, wie es wollte. Einer hat schon mal anderen erwischt. Einer schon mal besser als gar keiner. Und da hinten auch ein Blutsauger rum. Осторожно, чужой! Получил! So, ich mache jetzt hier einfach ganz schnell mal noch mal eine Zwischenspeicherung.
helfen, dass ich gleich wieder drauf gehe. Getrug, Mujik! Дай ему прикурить, я обойду! Кранты тебе! So, jetzt wollen wir erstmal gucken unter Kontakten, wie viele jetzt noch so in sich hier bei mir sind. Ты покойник! Und hier haben wir eine besondere Waffe versteckt. Das, liebe Leute, das müsst ihr gleich unbedingt euch auf jeden Fall merken, weil es gibt dann nämlich verschiedene Orte. Das fällt mir jetzt gerade erstmal so spontan wieder ein, dass ja an verschiedenen Orten hier manchmal doch wirklich noch was versteckt ist. Da haben wir schon wieder gleich die nächste Waffe eingesteckt. Gucken wir gleich uns nochmal in Ruhe an. Wenn wir hier hinten erstmal fertig sind. So, ich save jetzt erstmal schnell mal meinen Punkt hier mal ab. Sicher, sicher. Nicht, dass ich jetzt hier gleich rumkomme und dann. Da sind wir noch was im Blutsauer, ne? So. Oh, hab einen Schrecken gekriegt, ey.
So, jetzt sichern wir erstmal schnell mal unseren Punkt hier ab. Da sehen wir schon einmal eine sehr starke Waffe. Die macht natürlich schon ordentlich Rums, da geht nämlich auch ein ordentliches Magazin drin. Und die sacke ich jetzt erstmal ein und werde die am besten gleich noch ein bisschen wegpacken. Was ist da drinnen? Приложил гада. Also sind die alles voll mit Animalien hier. Ich muss jetzt hier eigentlich, da liegt die Tasche, dann sehen wir es auch schon, da haben wir jetzt einen Anzug drin, jetzt aber nicht gerade so von sehr großer Besonderheit. Man hört schon hier ständig definitiv immer die ganze Zeit zu tun. Ich weiß nicht, wie es hier oben drauf, ob es hier oben radioaktiv war oder nicht. Achso, das war jetzt ja wegen der Tasche. Muss man auch mal aufpassen. Weil die teilweise doch ziemlich sehr ähnlich aussehen können. So, was auf jeden Fall schon mal cool ist, dass wir jetzt einmal unsere Schrotflinte haben. Da sieht man 5 Kugeln. Die könnt uns später schon mal auf jeden Fall gleich ein bisschen weiterhelfen. So, dann packen wir die jetzt auf jeden Fall erstmal rein. So, welche packen wir jetzt noch rein?
Jetzt muss ich erstmal gleich mal so ein bisschen gucken, was wir überhaupt noch an Munition da haben. 55645, achso, das waren diese hier gewesen. Gut, ich würde mal sagen, die packen wir jetzt erstmal an die Seite gleich. Ich muss dann jetzt endlich auch noch wieder ein bisschen Platz schaffen für noch weitere Sachen und Waffen und so weiter. Dass ich hier letztendlich mal wieder ein bisschen Taschenfreiheit kriege. Nicht, dass hier gleich alles an Übergewicht scheitert. Gucken, die ACP, die brauchen wir jetzt auch nicht. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Die brauchen wir nicht. Schalldämpfer, die ich noch wegpacken kann, ist doch mir sicher. So. Packen wir die erstmal nochmal an die Seite. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Gewicht offen und können dementsprechend auch gleich wieder ein bisschen mehr mitnehmen. Hat ja wieder super geklappt. Medikits, das ist schon mal auf jeden Fall sehr gut. Auf jeden Fall anschalten wir ordentlich die Hülle ab. Naja, ich würde mal sagen, ich gucke jetzt erstmal gleich nochmal, was an der Schatztruhe jetzt hier nochmal drin ist. Und zwar hier links gleich. Bevor es dann jetzt weiter Richtung Agro-Forschungsinstitut geht. Oh, Munition, das ist gut.
So, und auch hier kann ich gleich wieder einen Tipp geben, wenn wir gleich wieder Richtung Agropump Forschungsinstitut laufen. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich ein kleiner Zwischencut hier. Boah, überall ist geballert, das ist der Wahnsinn, ey. Aber bevor es jetzt gleich jetzt hier rüber geht, zum Agropump, wie gesagt, sollten wir auch hier wieder erstmal überprüfen, ob unsere Waffen alle soweit schon mal wieder durchgeladen sind. Weil es auch hier nämlich gleich wieder definitiv actionreicher werden wird. Muss ich gucken, welche Waffe ein bisschen ruhiger ist. Ja, doch, die hält auch ganz ruhig. Weil es nicht jetzt hier quasi gleich direkt einmal wie ins Krieg reingeht. Fast direkt das Kriegsszenario. Und wir müssen uns einmal gleich sofort schnell beeilen, müssen gleich die ganze Zeit sofort losrennen. Das war wie gesagt die Leute, die wir jetzt gleich im nächsten Gebiet retten sollen, uns auch geschaffen, dementsprechend zu retten. Und uns bleibt auch leider nicht viel Zeit wirklich da zu gucken, was haben die alles so für Waffen dabei, weil nämlich das gleich schon wieder darauf vom Militär gleich wieder übernommen wird. Und deswegen heißt es einfach schnelle Beeilung. Und von daher würde ich dann sagen, wir sehen uns gleich das ganze Szenario in der nächsten Folge.